Alexis und James chatten schon seit 5 Jahren. Die große Liebe? Die Liebe fürs Leben. Du hast auf James' Seite was kommentiert. Ja, wir sind befreundet. Oder zusammen? Ihr seid nur befreundet? Das tut weh. Was soll ich jetzt machen? Das hatte ich nicht erwartet. Bist du auch schon da? Wie bitte? Du bist vor mir da? Wie geht das denn? Heute wollte ich mal pünktlich sein. Und dann siehst du noch so gut aus. Schick, was? Mal sehen, was die Inbox sagt. Da, meine Freundin ist blind vor Liebe. Ich bin Emily, 22 und in Ohio zu Hause. Ich brauche eure Hilfe, denn ich glaube, meine beste Freundin Alexis wird gecatfished. Sie ist mit einem Mann namens James zusammen, den sie vor 5 Jahren auf Tumblr kennengelernt hat. Sie ist total verrückt nach ihm, aber ihre Beziehung ist schräg. Sie hatten nicht ein Telefonat oder einen Videoanruf. Und das in 5 Jahren. Nein. Das Schlimmste ist, dass sie sich vor 2 Jahren treffen wollten. Alexis hat sich riesig gefreut. Aber dann hat er sie ein halbes Jahr lang geghostet. 6 Monate. Krass. Jetzt will sie sogar nach Kanada ziehen, um bei ihm zu sein. Sie setzt alles auf einen Mann, den sie nie gesehen hat. Ich will sie vor diesem Riesenfehler bewahren. James ist ein Catfish. Hoffentlich könnt ihr Alexis das klar machen. Sie hat recht, der Fall ist erledigt. Ich schreibe Emily. Wir müssen Alexis helfen. Lass uns zoomen. Wer verweigert 5 Jahre ein Telefonat, wenn er nichts zu verbergen hat? Ganz genau. Was geht? Nicht gerade viel. Wir müssen reden. Über deine Freundin. Wir kennen uns seit der 7. Klasse. Sie wurde schwer gemobbt, aber ich habe zu ihr gehalten. Du passt auf sie auf. Immer. Seht ihr euch oft? Ja. Trefft ihr euch manchmal abends und guckt fern oder streamt irgendwas? Zum Beispiel Catfish? Kennt sie unsere Sendung? Ja, haben wir gerade neulich zusammen gesehen. Und da hast du nicht zufällig zu Alexis gesagt, James, you. Fällt dir nichts auf? Was sagt sie, wenn du meinst, dass er ein Fake sein könnte? Sie findet Entschuldigungen für ihn. Er sei so unsicher oder zu beschäftigt. Ja, echt? Seit 5 Jahren zu beschäftigt? Wenn man jemanden mag, nimmt man sich die Zeit. Aber das muss sie doch auch nerven. Da bin ich mir nicht so sicher. Sie glaubt ihm seine Ausreden. Ich denke, das kommt bestimmt vom Mobbing. Sie war allein und wollte jemanden an ihrer Seite. Jetzt will sie sogar nach Kanada ziehen, um mit ihm zusammen zu sein. Die Liebe hat sie total blind gemacht. Wie wird Alexis wohl reagieren, wenn sie von Catfish erfährt? Ich hatte schon mit euch gedroht. Das hat sie nur nicht ernst genommen. Vielleicht ist sie gekränkt, weil ich ihr nicht glaube. Oder sie sieht es als Chance, mir zu beweisen, dass ich mich irre. Jetzt will ich mit ihr reden. Ihre Nummer? Lass mich. Hallo? Hello, Alexis. Ja? Tja, wie soll ich das sagen? Am besten ganz direkt. Hier ist Neve von Catfish. Wir sitzen hier mit Emily, deiner besten Freundin. Ach ja? Du bist mit jemandem zusammen, den du noch nie live gesehen hast, und da wollen wir gern helfen. Jetzt bin ich baff. Ich hätte nie gedacht, dass sie das durchzieht. Aber okay, ich bin dabei. Gut. Ich schicke dir den Zoom-Link, dann kannst du uns alles ganz genau erzählen. Danke. Bye. Sie klingt voll lieb. Ja, sie ist ein Schatz. Hey. Hi. Willkommen.
Schön, euch zu sehen. Gut, dass du nicht sauer bist, weil sie uns Bescheid gesagt hat. No, that's Emily. So ist Emily eben. Sie hat schon immer aufgepasst, dass mir niemand in den Rücken fällt. Dann sag ich mal, danke, dass du uns gerufen hast, Emily. Willst du ihr was wünschen? Ja, dass James doch echt ist. Auch wenn ich das wirklich nicht glaube. Ich bin sicher, dass er echt ist. Ich mache mir deshalb keine Sorgen. Das ist es ja. Okay, bis bald, Emily. Jetzt haben wir dich. Hilfe. Quatsch. Erzähl uns ein bisschen von dir. Ich habe gerade mein Psychologiestudium abgeschlossen. Glückwunsch. Danke. In welchem Bereich möchtest du arbeiten? Kriminalpsychologie. Du willst also beruflich Leuten auf die Spur kommen und ihnen das Handwerk legen, die Dinge tun, die böse sind oder zumindest... Fragwürdig? Genau. Meinst du, du hast dein Wissen auf deinen Freund angewendet? Einige Dinge sind schon komisch, aber ich liebe ihn wohl einfach zu sehr. Gut, dann erzähl mal von ihm. Er ist Buchhändler. Okay. He's wie alt? Ein Jahr älter als ich. Wo lebt er? Edmonton. Erzähl uns die ganze Geschichte von Anfang bis heute. In der 6. Klasse sind wir mitten im Schuljahr umgezogen. Die Leute in meiner neuen Klasse mochten mich nicht und haben ständig auf mir rumgehackt. Das war richtiges Mobbing. Und es wurde so schlimm, dass ich nicht mehr zur Schule gehen konnte. Also wurde ich zu Hause unterrichtet. Aber so hatte ich überhaupt keinen Außenkontakt mehr, außer mit Emily. So bin ich dann zu Tumblr gekommen, wo ich Jay kennengelernt habe. Wir haben dort beide Geschichten geschrieben. Erst haben wir unsere Beiträge nur geliked, aber irgendwann hat er mir geschrieben. Und von da an hatten wir sofort regelmäßig Kontakt. Wie schnell wurde da mehr draus? Wir haben uns eine Weile nur auf Tumblr unterhalten. Dann wurden wir Facebook-Freunde. Und seitdem sind wir ständig in Kontakt. Aber ihr chattet nur? Ja. Nur auf Facebook? Jetzt über Discord. Ich habe seine Nummer, aber ich dränge ihn nicht. Ihr habt also nie telefoniert? Nein. Wie? Alexis. Ich weiß, was ich tue. Echt? Hat er gesagt, dass er das nicht will? Nicht direkt, aber er mag seine Stimme nicht. Das ist doch kein Grund, gar nicht zu telefonieren. Sich nur mal kurz hören reicht doch oft. Das ist schon doof, aber das Gute überwiegt eben. Seid ihr euch einig über euren Beziehungsstatus? Ich denke schon. Aber letztes Silvester war ich bei Emily und habe ihr erzählt, wie sehr ich ihn liebe. Und sie meinte, sag's ihm. Also habe ich es ihm geschrieben. Ein paar Tage später hat er geantwortet, dass er mich auch liebt. Aber ich war mir irgendwie nicht sicher, ob er das wirklich ernst meint oder ob er nur höflich sein wollte. Und bei vielen Leuten ist das ja eh nur eine Floskel. Verstehe. Aber Silvester war auch nicht so leicht für ihn. Er hatte ein paar Probleme. Emily hat auch gesagt, dass ihr euch treffen wolltet. Aber stattdessen hat er dich danach 6 Monate geghostet. 2018 wollten wir zu einer Gaming-Convention in Texas. Ich hatte schon Geld für meinen Flug gespart. Aber Jay hat mir einfach nicht mehr geantwortet. Und dann war 6 Monate Funkstille. Das tat weh. Aber würde das jetzt passieren, wäre ich am Ende. Seit wann redet ihr wieder? Irgendwann schickte er mir ein Meme, das ihn an mich erinnerte. Und nach redeten wir wieder jeden Tag. Wie ist er so? Er ist sehr witzig, liebevoll und er steht absolut zu mir. Immer wenn ich irgendwas Negatives über mich sage, kommt von ihm sofort, red nicht so ein Quatsch. Die große Liebe? Viel mehr noch, die Liebe fürs Leben. Redet ihr über eine gemeinsame Zukunft? Wir haben über das Zusammenwohnen gesprochen. Bei ihm zu Hause läuft es nicht gut. Und vor ein paar Wochen meinte er, sobald alles Medizinische geklärt ist, ziehen wir zusammen. Und das wird toll. Alles Medizinische? Er ist trans. Oh, okay. Er möchte den Prozess vor dem Umzug gern abgeschlossen haben. Verstehe. Klar.
Hast du Jay schon als Mann kennengelernt? Nein. Damals war er als sie unterwegs. Hat aber mir und anderen gegenüber ein geschlechtsneutrales Pronomen verwendet. Der Wechsel zu er kam später. Okay, so you've been present. Du hast also diesen Prozess begleitet. Ich kann aber durchaus verstehen, dass er seine Transition vorantreiben will, um sich in seinem Körper wohlfühlen zu können. Ja, aber gerade weil du diesen Weg mit ihm gegangen bist, weiß er doch, dass er dir auch bei diesen nächsten Schritten vertrauen könnte. Ja, das hoffe ich. Jay oder James, was ist richtig? Ich habe ihn schon immer Jay genannt, aber er hat seinen Namen offiziell zu James geändert. Zeigst du ihn uns? Ja. Hier. Süß. Sehr attraktiv. Zeigst du uns euren Chat? Ja. Mr. Moon. Ja. Ihr schreibt viel. Ja. Hat er dir den Ballon mit den Blumen geschickt? Ja, zu meinem Abschluss. Wie süß. Sehr lieb. Hast du ihm mal was geschickt? Ja. Ein paar Classic Rock Vinyl Platten. Nach Kanada? Ja. Also wohnt er wirklich da? Jemand wohnt da. Ja, jemand. Okay, so look. Wenn das alles stimmt, warum keine Videocalls? Wenn er echt ist, wozu die Heimlichtuerei? Wo ist das Problem? Um das zu klären, brauche ich eure Hilfe. Wir starten die Recherche. Schick uns alles zu James und dann sehen wir mal, was wir finden. Da muss mal Bewegung in die Sache. Ja. Ja, bis bald. Bye, Alexis. Das stinkt. Und zwar sehr catfischig. Und sie entschuldigt alles, noch nie telefoniert. Alexis scheint sich sehr sicher zu sein, dass es ein Happy End für sie und James gibt. Aber er könnte sie auch jahrelang belogen haben. Wenn er ihr nicht bald live sagt, dass er sie liebt, bricht er ihr das Herz. Hier passiert was. Extra Mikrofone? ASMR? Ja! Wir haben es die ganze Zeit nur so halb gemacht. Es wird Zeit, das professionell aufzuziehen. Dann los. Freitagabend. Jessica kommt gerade von der Arbeit nach Hause. Nach diesem langen Arbeitstag braucht sie eine kühle Erfrischung. Sie trinkt. Danke fürs Zuhören. Meine Ohren. Okay, back to business. Zurück an die Arbeit. Alexis und James kennen sich seit 5 Jahren und schreiben sich ständig. Ich glaube, wir hatten selten 2 Leute in der Sendung, die sich so nahe stehen. Nicht nah genug. Ja, Alexis ist so verständnisvoll. Zu verständnisvoll. Sie hat große Probleme, ihre Bedürfnisse zu äußern. Nehmen wir uns diesen James mal vor. Mal sehen, was Alexis uns geschickt hat. Alles klar. Sein voller Name ist also James Moon. Dazu haben wir sein Facebook- und Instagram-Profil. Da nennt er sich Moonpunk. Witzig. Süß. Hier ist außerdem noch seine Adresse in Alberta und sie hat ein paar Fotos angehängt. Wo wollen wir anfangen? Social Web. Das ist sein Instagram. Da steht Jay, Native Punks, in der Bio. Was für eine Pose. Das ist von März 2021. Ich finde, sein Profil sieht normal aus. Es gibt nur kaum Kommentare und Likes. Hier ist was. Ich liebe dich, Cowboy, schreibt da jemand. Ich check ihr Profil. Sie muss ihn ja kennen. Ich schreib ihr. Nie von Catfish hier. Wir könnten deine Hilfe bei einem Fall brauchen. Danke. Machen wir die Bildersuche. Das mit der Maske kann auch nicht so alt sein. Nichts. Auf dem hier verdeckt er sein Gesicht. Nichts. Hier sieht man das Gesicht, ohne Filter und sowas. Auch nichts. Michelle hat geantwortet. Ist das tatsächlich ernst gemeint? Ja. Ja, ist es. Wir würden gern über James Moon reden. Sofort kommen lauter Fragezeichen und ruf an. Bitte. Hallo?
Hello, Michelle. Hi, Nefir. Hi. So, have you seen the show? Kennst du unsere Sendung? Ja, ein bisschen. Hat jemand was gemacht? No, don't worry, nothing. Nein, keine Sorge. Es ist nichts Schlimmes passiert. Wir haben nur gesehen, dass du ein Foto von einem James Moon kommentiert hast. James Moon posted. Ja, Jay. Ja. Wir sind befreundet. Okay, cool. Kennst du ihn live? Nein, wir schreiben uns immer über Direktnachrichten. Er arbeitet in einem Buchladen und hat mir mal ein Buch und eine Postkarte geschickt. Das fand ich sehr lieb. Ihr seid nur Freunde? Genau. Okay. Du hast uns sehr geholfen. Hat er eine Beziehung? Weißt du zufällig, ob er eine Beziehung hat? Nein. Alles klar, Michelle. Vielen Dank für deinen Anruf. Nice to meet you. Okay, thank you. Ja, ich danke, yep. Mr. Catfish. Bye. Okay, well, sie sagt auch, er ist Buchhändler. Und macht ihr Geschenke, genau wie Alexis. Naja, ein Buch. Vielleicht verwechselt Alexis seine Freundschaft mit einer Beziehung. Und er will gar nicht mehr. Verstehe, das könnte natürlich sein. So let's just do a couple things. Okay, machen wir weiter und sehen uns sein Facebook-Profil an. Da ist es. Okay, here are some of the Die Fotos kennen wir ja schon. Es beunruhigt mich, dass alle Fotos, die Alexis von James hat, aus dem Social Web stammen. Stimmt. Er scheint ihr keine Fotos zu schicken, die er nur für sie gemacht hat. Das ist sein letzter Beitrag. Wer ist das? Anna Asma hat seinen Meme-Post kommentiert. Ganz ruhig, ist nur ein schlechter Tag, kein schlechtes Leben. Ich rufe mal ihre Seite auf. Oh! Guck mal, Asma ist mit James Moon befreundet. Aber wer ist das? Ist das ein Zweitprofil? Ja, das ist doch eindeutig James. Wohnt in Edmonton, Alberta. Was soll das? Ob Alexis von der Seite weiß? Ich guck mal, ob sie mit ihm befreundet ist. Sieht nicht so aus. Schreiben wir Asma. Sie ist ja mit beiden Profilen befreundet. Hey, Nee von Catfish hier. Ich würde gern mit dir reden. Okay. Das wird spannend. Let's go back. Und jetzt checken wir noch seine Adresse. Okay. Ein Wohnhaus. Ja, stimmt. Sie schreibt, ich bin auf Arbeit, aber kann kurz reden. Da ist sie schon. Hello. Hi. Wie geht's? Gut, und selbst? Gut. Kennst du unsere Sendung? Ein bisschen. Cool. In dem aktuellen Fall geht es um einen James Moon. Den kennst du doch, oder? James, do you know what I'm talking about? Ja, wir haben mal im selben Laden gearbeitet. Oh, okay, cool. Hat er mal jemanden in Ohio erwähnt? Nate, meinst du? Nate? Ja. Wer ist das? Sein Freund. Oh. Also ist James fest mit dem zusammen? Boyfriend. Ja. Sehr gut. Wir wollten uns nur vergewissern, dass es der richtige Jay ist. Tut mir leid. Ich muss jetzt weiterarbeiten. No, I understand. Alles gut. Du hast uns sehr geholfen, Asma. Danke. Hat mich sehr gefreut. Nice to meet you. Mich auch. Danke. Okay. Ciao. Wow. That was weird. Das war ja schräg. Erstmal, weil sie sehr gesprächig war. Na, und dann natürlich, weil James einen Freund hatte. Hat. Eventuell. Nate. Wo steckt der? Vielleicht hilft das Social Web weiter. Mist, man sieht seine Freunde nicht. Ist das sein Geheimnis? Dass er einen Freund hat? Ich weiß nicht, ob ich Asma wirklich glauben soll. James scheint zwei Profile zu haben. Aber das wissen wir nur, weil Asma auf James' Seite was kommentiert hat und wir dann unter ihren Freunden das JJ-Profil gefunden haben. Ja, genau. Warum ist sie mit beiden Profilen befreundet? Könnte Asma Jay sein? Könnte sie hinter James stecken und mehrere Leute am Haken haben? Und weil sie nicht sicher sein konnte, wen wir meinen, hat sie gefragt, ob es um Nate geht? Aber warum ist ihre Catfish-Tarnung ein total normaler Typ?
Das passt alles nicht. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten und ich habe keine Ahnung, wie diese Geschichte weitergeht. So oder so. Alexis, tut mir leid. Okay. Ein bisschen weiter gekommen sind wir. Es gibt Dinge, die Alexis nicht über Jay weiß. Das mit Michelle zum Beispiel. Er hat auch Michelle Geschenke gemacht. Aber sie sind nur befreundet, nicht mehr. Da kommt man schon ins Nachdenken. Könnte es sein, dass James auch die Beziehung mit Alexis als rein platonisch sieht? Genau. Und dann ist da noch Asma, eine weitere Freundin. Sie sagt, dass James echt ist, aber auch, dass er mit einem gewissen Nate zusammen ist. Glauben wir ihr das? So oder so, Alexis wird das wehtun. Aber sie muss es trotzdem erfahren. Wir sollten mit dir zoomen. Ich befürchte nur, dass sie auch dafür wieder eine Erklärung finden wird. Das bedrückt mich. Ja. Hi. Wir haben neue Infos, über die wir mit dir reden wollen. Okay, so. Auf seiner Insta-Seite haben wir diesen Kommentar von einer Michelle gesehen. Kennst du sie? Nein. Wir haben ihr geschrieben. Ja, und dann sogar mit ihr telefoniert. Sie sagt, sie ist schon lange mit James im Netz befreundet. Und besonders interessant ist, dass er ihr auch Geschenke geschickt hat. Ich finde es etwas beunruhigend, dass er dir und Michelle im Prinzip gleichzeitig solche kleinen Aufmerksamkeiten geschickt hat. Aber sie sagt, dass sie wirklich nur Freunde wären. Das bringt mich auf den Gedanken, er könnte eure Beziehung vielleicht auch als rein platonisch sehen. Vielleicht seid ihr für ihn nur gut befreundet. Ja, das befürchte ich auch langsam. Tja. Aber du hast ihm ja deutlich gesagt, wie du empfindest. Er kann also nicht behaupten, er wüsste nichts von deinen Gefühlen für ihn. Ja. Als nächstes haben wir uns sein Facebook angesehen. Das ist an sich unauffällig, eine ganz normale Seite. Aber wir haben noch ein zweites Profil von ihm gefunden. Ja. Das benutzt er nicht mehr. Er wollte mehr zu sich stehen und offener damit umgehen, dass er trans ist. Darum hat er ein neues Profil angelegt. Das kanntest du also bereits. Insofern kein Alarm? Nein, gar nicht. Es gibt einen Account von einer Frau, die mit beiden Profilen befreundet ist. Wusstest du das? Nein. Wir haben uns noch mal genauer angesehen, wer mit James' Seite interagiert. Und einer der wenigen Kommentare stammt von einer gewissen Asma. Kennst du die? Er hat sie mal erwähnt. Wenn er sie erwähnt hat, können wir ihr vielleicht doch trauen. Wir haben nämlich mit ihr telefoniert und sie fragte, ob es um Nate ginge. Nie gehört. Ja, wir auch nicht. Darum habe ich nachgefragt und sie sagte, Nate sei Jays Freund. Laut ihr sind James und Nate ein Paar. Was denkst du? Ich bin vor allem erstmal verletzt. Ich verstehe das alles nicht. Aber das mit dem Freund hat er bestimmt nicht gesagt, weil er mich nicht verletzen wollte. Also das hoffe ich zumindest. An deiner Stelle wäre ich stinksauer, dass mein Partner einen Freund hat und mir nichts davon sagt. Du scheinst wirklich sehr gut darin zu sein, immer eine Erklärung für sein Verhalten zu finden, auch wenn es echt daneben ist. Ja. Ich möchte dich ermutigen, das zu lassen. Hör auf, Entschuldigungen zu suchen für das, was er tut oder nicht tut. Er muss sich zeigen und dir sein Verhalten erklären. Denn genau das steht dir absolut zu. Das Wichtigste ist mir, dass ich jetzt keinen dummen Fehler mache. Wenn ich hier loslege, wie gemein er ist und am Ende doch völlig Unrecht habe, verletze ich ihn und mache alles kaputt. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Was sagt dein Gefühl? Ich bin gekränkt. Ich bin verletzt.
Ich glaube, du bist so auf seine Gefühle bedacht, dass du dich selbst dabei vergessen hast. Es wird Zeit, dass du an dich und deine Gefühle denkst und den Leuten sagst, wie du behandelt werden möchtest. Ja. Ich denke, das Beste ist, wenn ich James kontaktiere, um zu sehen, ob er zu einem Gespräch bereit wäre. Hey James. Neve von Catfish hier. Es geht um deine Freundin Alexis. Wir wollen helfen, dass ihr euch endlich einmal live treffen könnt. Sag einfach, wann es dir morgen passt. Danke. Wie ist das? Gut. Hoffen wir, dass er antwortet. Aber selbst wenn nicht, melden wir uns morgen und sehen weiter. Immer schön eins nach dem anderen. Also bis morgen dann. Nachti. Traurig. Sie hat was Besseres verdient. Es ist toll, für andere zurückzustecken. Manchmal. Aber sie stellt sich nie an erste Stelle und das macht sie unglücklich. Ich hoffe, sie erkennt das und ist morgen in der Lage, für sich einzustehen. Das wäre ein großer Erfolg. Egal, was passiert. Guten Morgen. Stell dir vor, es gibt große Neuigkeiten. Vorhin hat mir nämlich James geschrieben. Tut mir leid, ich glaube, ich schaffe es noch nicht, ihr die volle Wahrheit zu sagen. Sag bloß. Ja. Meine Antwort ist, ich verstehe, dass das nicht leicht für dich ist. Aber Alexis, die Wahrheit zu sagen, ist das Beste für euch beide. Ihr die vorzuenthalten, war sicher auch nicht leicht. Keine Antwort. Gelesen, aber das war's. Okay, so what is Was glaubst du verheimlicht er? What do we think? Well, I feel like the smallest version of what Ich denke, im besten Fall hat er nur eine Beziehung. Is in another relationship. He cares about Alexis. Deeply. Er mag Alexis wirklich sehr gern, aber will eben nicht mit ihr zusammen sein. Also, wenn mein Freund mich für einen Mann stehen lassen würde, but not being Die Wahrheit kann hier vieles heißen. Anything. Er könnte Asthma sein. Ja. Die Wahrheit kann alles sein. Aber Alexis war immer so absolut verständnisvoll, dass James wirklich keinen Grund hätte, ihr die Wahrheit über das ganze Ausmaß seiner Probleme zu verschweigen. Ja. Reden wir mit Alexis. Ich hoffe, ihr geht's besser als gestern. Hallo, lass uns wieder zoomen. Wow. Cooles Outfit. Ja, du siehst süß aus. Danke. Und wie geht's dir? Etwas besser. Es gibt eine Antwort auf unsere Nachricht. Heute Morgen kam von James, ich glaube, ich schaffe es noch nicht, ihr die volle Wahrheit zu sagen. Was kommt denn da auf mich zu? Keine Ahnung. Wer weiß. Meine Antwort, ich verstehe, dass das nicht leicht für dich ist. Aber Alexis, die Wahrheit zu sagen, ist das Beste für euch beide. Er hat's nur gelesen. Was soll ich sagen? Wir grübeln auch noch. Es könnte ja sein, dass James echt ist, aber momentan einen Freund hat und sich nicht traut, dir das zu sagen. Aber wenn er nicht dasselbe empfindet wie du, hat er die moralische Verpflichtung, dir das mitzuteilen. Das ist das Mindeste, finde ich. Ich schreibe ihm eine weitere Message. Hallo nochmal. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Aber wenn Alexis dir so viel bedeutet, wie du ohne Zweifel ihr bedeutest, solltest du die Chance nutzen, dich zu erklären. Weil ich glaube, dass du es sonst bereust. Er muss begreifen, wie du dich fühlst. Gestern war hart. Ja. Oh, James ist typing. Er antwortet. Die Punkte tanzen. Er tippt. Oh, he said. Er schreibt, stimmt, ich will unsere Freundschaft nicht kaputt machen. Wenn es ihr so wichtig ist, bin ich dabei. Das hatte ich nicht erwartet. Du tust das Richtige. Ich will nicht schwarz malen, aber er hat Freundschaft gesagt. Klingt, als wärt ihr für ihn nur Freunde. Ja. Gestern haben wir darüber gesprochen, unsere Gefühle ehrlich und direkt mitzuteilen. Möchtest du James immer noch an deiner Gefühlswelt teilhaben lassen, wenn er sagt, dass er nur eine Freundschaft will? Ich denke, er sollte auch dann wissen, dass ich ihn liebe. Jetzt sind wir erstmal in der Warteschleife. Ja. Er hat zugesagt.
Hoffentlich macht er es. Oh, James. We're just standing by. Den Link hat er. Wir müssen warten. I was waiting. Oh. Hey. Hi. Hi. Hallo, Jay oder James? Jay. Jay, okay. Willkommen. Mein Herz rast und Alexis Herz auch, das sehe ich. Total. Ich habe Fragen. Wir alle haben Fragen. Aber die wichtigste für uns lautet, wenn du echt bist, warum seht ihr euch jetzt das erste Mal live? Hauptsächlich, weil ich Probleme mit meinem Körperbild habe. Dysphorie nennt man das. Und mit Dingen, mit denen man sonst als Transmann konfrontiert ist. Ich habe mich erst vor knapp 2 Jahren geoutet. Das war von vielen Ängsten begleitet. Alexis war die Erste, der ich das gesagt habe. Und sie hat mich sofort akzeptiert. Meine Familie hat das aber gar nicht so gut aufgenommen. Ich glaube, ich bekam einfach Angst, dass Alexis mich auch nicht mehr mögen könnte. Aber du postest Bilder von dir und schickst ihr Fotos. Du wusstest, dass sie dich als Transmann voll unterstützt. Warum also? Ich war einfach so voller Angst. Als ich mich geoutet habe, kam ich ja selbst kaum mit mir klar. Und wenn Alexis nun auch nicht mehr mit mir klargekommen wäre, das war furchtbar. Magst du uns sagen, wie weit du in deiner Transition bist? Ich habe Termine für sämtliche Beratungsgespräche. In ein paar Monaten geht's dann zur Sache. Glückwunsch. Danke. Halt mal. Ich würde gerne ein paar Facts abgleichen. Du bist 25. Ja. Aus Kanada. Ja. Gibt's etwas, das nicht stimmt oder nicht bekannt ist? Da ist eine Sache, die Alexis nicht weiß. Und ich schäme mich deswegen. Im November 2020 habe ich einen Mann kennengelernt. Er hieß Nate. Und mit dem war ich fast 4 Monate zusammen. Kürzlich. Ja. Aber es ist aus. Ja. Habt ihr euch auch im wahren Leben getroffen? Haben wir. Ich habe eine Frage. Für Alexis wart ihr mehr als Freunde. Ja. Und das hat sie dir auch gesagt, meine ich. Warum datest du jemand anders? Wolltest du nicht mehr als eine Freundschaft? Naja, ich... Ich hatte Angst, sie zu verlieren. Sie ist meine beste Freundin. Deine beste Freundin? Ich meine, es ist ja schön, dass du dich ihr so verbunden fühlst. Aber wenn ich mir vorstelle, wie sich das für Alexis anfühlen muss, wo du doch weißt, wie verliebt sie in dich ist. Ihr habt über das Zusammenwohnen gesprochen und du bist ja durchaus interessiert an einer Beziehung. Du hattest gerade eine. Also ich wäre da sehr enttäuscht und verletzt, weil du den Friendzone-Status hier nicht ändern willst. Das wäre wirklich eine ganz große Veränderung. Aber wenn Alexis eine Beziehung mit mir will, gehe ich da sofort drauf ein. Aber den ersten Schritt willst du nicht tun. Also dieses, da gehe ich sofort drauf ein, klingt komisch für mich. Das ist kein, ich liebe dich, ich tue alles dafür, dass wir zusammen sein können. Das soll nicht heißen, dass ich Vorbehalte habe. Für mich bedeutet beste Freundin einfach alles. Das gefällt mir nicht. Warum? Er ist egoistisch. Ich will dich nicht verlieren, also flirte ich mit dir und halte dich warm, während ich andere Leute date. Aber ich finde dich total toll und es ist super, wenn es super für mich ist. Das ist einfach unehrlich. Okay, Alexis, I'd love. Wir würden gern kurz mit Alexis allein sprechen, um zu sehen, wie es ihr geht. Debrief a bit. Okay. Okay. Was sagst du dazu? Wie fühlst du dich? Großartig. Moment mal. James hatte was mit einem Mann. Er wusste, dass ihr in deiner Wahrnehmung ganz klar mehr als Freunde seid und hat trotzdem nichts gesagt. Das kann sich nicht gut anfühlen. Toll ist es nicht, aber ich denke, er wollte meine Gefühle schon.
Ich möchte ehrlich gesagt nicht mehr hören, wie du sein inakzeptables Verhalten immer wieder entschuldigst. Das ist genau das, was uns hier Sorgen macht. Wenn dir jemand etwas antut, das dir nicht gefällt, musst du das nicht rechtfertigen. Ja. Es geht darum, was du willst. Ich möchte mit ihm zusammen sein, exklusiv. Aber ich will nicht, dass er nur mitmacht, weil ich das will. Gut. Entweder er macht dich zu seiner Nummer eins oder nicht. Und wenn er das nicht kann, muss er damit klarkommen, dass er vielleicht nie wieder die Chance dazu bekommt. Du musst lernen, dich selbst wertzuschätzen und jemanden finden, der genauso empfindet. Du hast 5 Jahre gewartet. Jetzt ist er dran. Du musst für dich einstehen und Jay sagen, was du willst. Ich habe das Gefühl, dass dir noch nicht viele Leute gesagt haben, wie toll, wie sexy, wie witzig und einmalig du bist. Und cool. Total cool. Du solltest es sein, die sagt, entweder du entscheidest dich für mich oder ich suche mir jemanden, der mich wirklich will. Denn davon gibt's genug auf der Welt. Und dann umdrehen und keinen Blick zurück. Klar, du bist jung und noch unerfahren, aber du bist... Ich hab alles. Das, was man will. Los nochmal. Ich habe alles. Genau. There we go. Geht doch. Und jetzt verhalte dich auch so. Du bist mega cool und hast jemanden verdient, der total darauf abfährt, dass er mit dir zusammen sein kann. Das könnte James sein oder auch jemand anders. Stimmt. Kein Aber. Gar kein Aber. Super. Ich werde ihn fragen, ob er mich liebt, denn das will ich jetzt wissen. Holen wir Jay wieder rein. Dann könnt ihr reden. Willkommen zurück. Wir sind für euch da, aber ich glaube, Alexis will was loswerden. Was mich am meisten interessiert, ist, was du für mich empfindest. So ganz ehrlich. Ich liebe dich. Das habe ich noch nie jemandem gesagt. Ist das mehr als Liebhaben? Ja. Ich will mit dir zusammen sein. Also sind wir jetzt fest zusammen. Ja. Ich liebe dich. Ich finde nur blöd, dass ich dich nicht jeden Tag sehen kann. Kann ich den Status ändern? Ja. Klar. Es ist offiziell. Halt mal, das ist toll, ich freue mich. Aber mich würde interessieren, warum ihr nicht schon früher darüber gesprochen habt. Es hat mir riesige Angst gemacht. Alexis ist mein Lieblingsmensch und ich wollte nicht, dass sich was ändert. Aber alles wird sich verändern und verbessern. Nur ist Veränderung eben beängstigend. Dachtest du, sie will dich nicht? Meine Depression und meine Ängste reden mir sowas eben ein. Ich glaube, wenn man eine Angststörung oder eine Depression oder generell eine psychische Krankheit durchlebt, sind Kopf und Herz nicht miteinander verbunden. Sie sagen einem völlig unterschiedliche Dinge, aber hör auf dein Herz. Hör auf Alexis. Die hat ganz klare Empfindungen. Ich weiß. Was heißt das jetzt? Seid ihr ein Paar? Zusammen? Oh ja, absolut. Ich bin so stolz und so glücklich. Ihr habt beide extrem viel durchgemacht und jemanden an seiner Seite zu haben, das ist einfach kolossal. Ich freue mich für euch. Ihr habt offensichtlich eine starke Verbindung und ich bin gespannt zu sehen, was daraus werden kann. Ja, ich auch. Dann viel Spaß. Bye. Wow. We did it. Wir haben es geschafft. Yay. Alexis sagt, ihre Beziehung hat ein neues Level erreicht. Sobald es wieder möglich ist, wollen sie sich treffen. James bereut, sich nicht schon früher auf die Beziehung eingelassen zu haben. Bald hat er seine erste OP. Mit Alexis an seiner Seite fühlt er sich sicher und bestätigt.